Huch, was macht er denn im Hauptmenü von Skulls and Bones? Ja, willkommen zurück, liebe Zocker und YouTuber. Das liegt daran, dass die Open Beta zu Ende ist und fast nahtlos angeschlossen der Pre-Release beginnt, also der Release 3 Tage vor dem eigentlichen Release. Heute ist der 13. und wie versprochen scheint mein Fortschritt übernommen worden zu sein. Außerdem habe ich aufgrund der Pre-Release-Version einige Vorbesteller-Goodies gekriegt. Die werden wir hoffentlich gleich im Spiel sehen. Hauptsächlich Dekoration, aber auch eine Nebenmission. Gucken wir uns gleich mal an. Was gibt es im Hauptmenü jetzt Neues? Einen Shop. Kann man natürlich mal draufklicken und mal reingucken. Hier haben wir irgendwelche Dings und irgendwelche Bums. Keine Ahnung, wo diese Währungen herkommen. Und dann haben wir hier diverse Sachen, die wir da tatsächlich kaufen könnten. Ich nehme mal an, für echt Geld. Ich bin mir da nicht sicher. Was haben wir denn da? Also hiervon haben wir eins, davon haben wir so viel. 500 von dieser goldenen Währung. Ich nehme mal an, das ist die, das könnte ohne alle Angaben und ohne Gewähr, das könnte die Echtgeldwährung sein. Wenn ich mir das mal so angucke. Ich nehme mal an, 500 haben wir automatisch dabei. Ah, da sind die Währungen. Können wir mal reingucken hier. Aha, da sehen wir es hier, ne? 500 Dings kosten 5 Euro, 1000 Dingsbums, naja, da kann man sich dann mal... Ich bin ehrlich gesagt keiner, weder in Diablo 4 noch in irgendeinem anderen Spiel, der sich da groß Echtgeldsachen kauft, außer natürlich bei Star Citizen, das ist eine Ausnahme. Also gehen wir da auch gleich wieder raus und ich würde mal sagen, setzen mal fort und gucken mal, ob wir tatsächlich meinen Fortschritt übernommen haben. Demnach müsste ich jetzt einen Segelleichter haben, ihr habt es ja mitgekriegt, und ich müsste Brigant sein... Und müsste auch schon, ja, ist genau mein Outfit. Wir gucken nochmal nach, ob ich auch einen Segelleichter habe. Ja, das ist der Segelleichter, sehr schön. Alles cool. Alles original übernommen und es war, wurden einige Sachen... Ja. Ja, nur hört auf zu brüllen. Ich müsste Brigant sein, bin ich auch, sehr schön. Und ich müsste die neuen Goodies, also die Vorbesteller-Goodies hier im Briefkasten haben. Lass mal kurz gucken. Oh, in der Tat. So, da haben wir einiges. Sohn der Freiheit. Premium, du kannst Kaba-Brief. Was ist das? Vielen Dank für deinen Einkauf. Du hast die Belohnung erfolgreich eingelöst. Sieh in der Welt oder der Schneiderei nach, um dein Schiff und deinen Charakter anzupassen. Du kannst den Kaba-Brief-Token ab Season 1 verwenden. Der digitale Artbook während deinem Ubisoft Connect-Konto. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber wir nehmen das natürlich mal. So, was haben wir gekriegt? Wir nehmen einfach mal alles. Wir kriegen hier Stiefel, eine Krönung, keine Ahnung. Noch mehr Gedöns. Einfach mal alles nehmen hier. Stiefel, Amulett. Der Sohn der Freiheit, vielen Dank für deine... Du hast die Belohnung erfolgreich eingelöst. Die Nachforschungen sind in deinem Brief, sobald du die Ruhmstufe Brigant erreicht hast. Bin ja wohl der Ashen Corsair. Das scheint ein neuer Quest zu sein. So, das Vermächtnis von Bloody ist auch was, ein neuer Quest. So, und dann haben wir last but not least, sternloser Farbton. Ja, irgendwas haben wir gekriegt. So. Wunderbar. Bin ja reich ohne Ende. Das freut mich, dass wir genau da weitermachen können. Ich guck mal, ob ich mir ein paar neue Sachen anziehen kann. Weil ich hab ja einiges Neues bekommen. Es heißt, Skurlock war hinter der Royal Louis her. Schönen Französinnen konnte er noch nie widerstehen. Aha. So. Wollen wir mal gucken. Das ist mein Outfit von der Beta. Jetzt haben wir natürlich ganz viele neue Sachen hier. Der ist eigentlich recht hübsch hier mit der Fahne, ne? Den können wir mal nehmen. So, was haben wir da noch? Eine andere Augenklappe. Nö, die gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, nimm mal den Kopf hoch, so sehe ich ja nichts. Was ist denn bitte? Ohrringe? Nee, wir lassen das mal so. Ja, na klar, bisschen klibim, ne? Mir fehlt Kuchen. Was? Oh, das sieht... Das sieht extrem... Ich glaube, das war eins, garantiert eins von den Vorbestellern. Nee, nee, das nicht. Auch cool. Boah, sehe ich gut aus damit. Das sieht noch cooler aus. Was haben wir hier noch? Neue Handschuhe.
Naja, die sind ein bisschen besser. So, sind wir da. Hosen. Sieht alles ein bisschen nach Flickschusterei aus. Da sehen die schon cooler aus, ne? So Leder. Leder-Leggings. So, was haben wir da noch so? Neue Stiefel. Da sehe ich aus wie geleckt. Das sieht blöd aus. Ne, wenn dann richtige Stiefel. Bisschen Akzente dürft sein. Ja. Vera braucht dringend eine Modeberatung. Wer? So, also ich würde sagen, das war ja schon mal ganz hübsch. Nächstes Mal werde ich mehr Kleidung für euch parat haben. Jetzt sehe ich ja schon ein bisschen aus wie Mr. Jack Sparrow höchstpersönlich. Naja, nicht ganz. Oh doch, hat schon was. So, das war die eine Geschichte. Die zweite Geschichte wird sein natürlich hier, haben wir eigentlich noch irgendwelche Quests? Ja, tonnenweise. Was ist das hier? Bericht des Piratenboten. Nachforschungshinweis. Ich gehe mal ganz kurz, das sind glaube ich, das ist Jagd auf, nee, machen wir jetzt gerade nicht. So, was haben die hier? Das heißt, der Piratenfürst habe die eigenen Leute verraten. Ich frage mich, ob es das wert war. Aha, okay. Moment. Wollte ich jetzt gar nicht. Ach, das haben wir uns gerade abgeholt. Was haben wir hier? Die Seite, wenn Nachforschung sind, beachtliches Kopfgeld wurde von der Kompanie auf einen französischen Kinderbuchautor ausgesetzt. Plakat in der Taverne. So viele Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst mache. Da hätten wir einmal hisse die Flagge der Kompanie, Ehre der Herolde. Entdecke die Geheimnisse der rätselhaften Organisation, sprich mit Daniel Wirtin Pont in Saint-Anne. Das können wir ehrlich mal machen. Sprich mit der Wirtin des Le Pont irgendwas. Jetzt ist die Frage, wo ist das? Wo ist dieses Le Pont Dingsbums? Ich glaube, wir müssen uns hier doch nochmal... Da hinten ist es. Okay. Wir holen uns... Dann starten wir mal noch nicht. Wir holen uns mal hier noch die Gerüchte ab. Warte mal, eine Sache wollte ich noch gucken. Wie sieht es denn hier in meinem Inventar aus? Nichts Neues, okay. Irgendwo waren hier noch Gerüchte. Jetzt sind die Gerüchte weg. Okay, dann gehen wir jetzt halt zu der Wirtin. Muss sagen, man verliert sich hier in dem Spiel gerne mal in den ganzen Quests und Hinweisen. Ich laufe hier falsch. Ich bin ja einmal in die Sache mit Skurlock und der Kompanie und den Fahrern verstrickt. Und dann gibt es noch diese ganzen Nebenquests hier. Das zum Beispiel. Hallo! Hallöchen! Es gab in letzter Zeit einige neue Gesichter, aber von eurem spricht jeder. Willkommen in Saint-Anne. Diese Oase hier nennt sich Le Pont-Mue. Ja, seltsamer Name für so einen Laden. Wie ist sie denn drauf? Ich bin die Besitzerin und betreibe die Bar. Drinks Mission ist meine Leidenschaft. Unter anderem. Ist völlig irre. Seid ihr mutig? Probiert doch meine Kreationen. Wollt ihr schlicht den besten Rum der sieben Weltmeere? Bekommt ihr auch den. Kommt rein, legt die Füße hoch und entspannt euch. Die ist völlig beschugge. Und Vergnügen. Ein kleiner Tipp noch. Schlagt eure Wellen draußen, nicht hier drin. Ich bin nicht so lieb, wie ich aussehe. Nee, aber so irre, wie du klingst, wir bist du. Wir verstehen uns, Galbi. Was ist Galbi? Ich bin der große Gatsby. Gut, aber jetzt rede ich schon wieder zu viel. Ihr habt bestimmt Durst. Was wollt ihr trinken? Na hier, ich bin Pirat, den harten Scheiß. Weitere Fortschritte bei Janita benötigt für den Schwarzmarkt. Ist das hier wirklich eine Taverne? Nein, was soll das sonst sein? In meiner Oase gibt es kühle Drinks für durstige Reisende, die den Schatten genießen wollen. Na, was trinkt ihr?
Mit kühle Drinks meinst du wahrscheinlich Kaffee. Ist das große, sagt mir die Wahrheit. Ich habe von eurem Warengeschäft hier gehört. Was ist denn das Warengeschäft? Man sagt, die Wahrheit ist ein zweischneidiges Schwert. Aber na gut. Immerhin ist und bleibt es die Wahrheit. Ahaha. So ist es. Vor unserer kleinen Familie fraßen hier die großen Fische die ganzen kleinen Fische. Das war schlecht fürs Geschäft. Also boten wir unsere Dienste an, um für Ausgleich zu sorgen. Nun hat jeder eine Chance. Ich sehe so gut aus. Du kannst immer noch gefressen werden, aber vielleicht auch gefüttert. Und das nicht schlecht. Wir verlangen lediglich eine angemessene einmalige Spende. Und stillschweigen. Ah. Das war's. Was meint ihr? Sicher, dass ihr das goldene Rad drehen wollt? Okay, sie scheint so eine Art Auftragsdealer zu sein oder sowas, das Ruder übernehmen. Kleine Gefallen eben in den Weg zu haben. Wir werden sie, da würde ich natürlich gerne den Schwarzmarkt freischalten. Betritt das Schmugglerversteck in St. Anne um die Aufnahme durch Janita Futter. Na klar, das machen wir. Vor allem kriegen wir ja da Ruhm für. Ruder übernehmen. Kostet mich 2500. Naja, komm. Nehmt den Eingang durch das Fass. Ich treffe euch drinnen und führe euch herum. Jetzt habe ich 2500 für was bezahlt? Hier beginnt eure Reise, die euch zum wohlhabendsten Piratenunternehmer im Indischen Ozean machen kann. Wenn ihr die Aufnahmeprozeduren bei Janita vollständig abgeschlossen habt. Oh, das finde ich cool. Wisst ihr alles, was man braucht, um ein erfolgreicher Schmuggler... okay, dann leg los. Ruder übernehmen. Was muss ich jetzt machen? Soll durchs große Fass gehen? Ab durchs große Fass. Das sieht mir eher wie eine Fischfabrik aus. Wo stehe ich denn da rum? Auf der Karte seht ihr unsere Versorgungswege. Hier ist alles, was im Indischen Ozean vor sich geht. Informationen sind wertvoll. Das Ruder hat seine Augen und Ohren überall. Was nicht hier drauf ist, ist auch nicht da draußen. Gelegenheiten lassen sich überall finden. Bei Fremden, Einheimischen oder in Wracks. Überall gibt es Beute. Das Meer ist dauernd in Bewegung. Die Gelegenheiten wechseln ständig zwischen den Außenposten und Fraktionen, also müsst ihr schnell sein. Seht euch die Versorgungswege an. Geht Hinweisen nach, plündert ein paar Frachträume und bringt mir das gefundene Zuckerrohr. Was für Zuckerrohr? So, die Versorgungswege zeigen die Informationen von Sammlung von Zuckerrohr und anderen Materialien des Ruders. Das Ruder heißt ist offenbar die Organisation. Es werden neue Gelegenheiten aufkommen, während alte mit der Zeit verschwinden. Schau immer wieder rein, um deine lukrativen Geschäfte zu verpassen. Das klingt irgendwie total spannend, muss ich sagen. Alle Gelegenheiten des Ruders, die du angenommen hast, werden unter dem Reiter Ruder in deinem Tagebuch dokumentiert. Aha, aha. So, dann werfen wir mal einen Blick auf das... die Ruderkarte. So, wir haben hier Ruder bietet eine Ladung... Moment. Ein Ruderkontakt bietet eine Ladung Zuckerrohr zum Verkauf an. Hier irgendwo an der nördlichen Afrikaküste. Preis pro Einheit. Und das ist gut, wenn ich das kaufe? Vermutlich. Nehme ich mal an. Also ich nehme mal an. Okay, das ist die einzige Gelegenheit. Das ist ja immerhin etwas. Warum stehen die so auf Zuckerrohr? Ist das eine Bezeichnung, eine Schlüssel oder eine Tarnbezeichnung für irgendwas anderes? Hier Joanne oder so? Oh, ne, Mary Jo oder so? Was gibt's hier noch? Hey, hast du ein bisschen Zuckerrohr? Ich hab mir neulich Zuckerrohr durch die Nase gezogen. Ah. So, also... Ja, super geht das Geschäft. So, damit hätten wir sie. Hätten wir uns beim... Warte mal, was haben wir gesagt? Wo sehe ich das? Beim Ruder? Nee. Irgendwas mit Reiter Ruder. Ich habe aber, ehrlich gesagt, jetzt noch nichts gefunden. Tagebuch. Alle Haupt...
neben Ruder. Ah, okay. Coolio. Hört auf, hier rumzubrüllen. So, das heißt, wenn das mit der Zeit verschwindet, hier sind tonnenweise Nebenaufträge, können wir uns ja eigentlich mal so eine Rudermission... Wie viel Geld habe ich denn? 10.300. Alles cool, das reicht. Ich guck trotzdem mal hier, was die noch so alles von mir wollen. Skarlak und ich kennen uns schon ewig. Ich nehme an, ich schaffe Edelsteine, Ach komm, wir nehmen das alles mal an. Es kann ja eigentlich... Einige Missionen laufen zwar ab, aber andere bleiben ja permanent da, also können wir die ruhig mal annehmen. So, was haben wir hier noch? Edelsteine besorgen. Was war das hier? Stil Waren um Geschäfte von Tatamo am... Ja klar, das machen wir auch. Zack. Befolgt meinen Rat und ihr macht im Handumdrehen Gewinne. Dann haben wir nämlich eine schöne Auswahl, wenn wir in See stechen gleich. Eigentlich ist meine primäre... können wir ganz kurz ein paar Sachen verkaufen. Ist meine primäre Geschichte jetzt. Ich möchte... Jetzt werden wir alles mal loslegen. Ich möchte Feuerwaffen für meinen Segelleichter auftreiben. Ach, aye. Ach, nehmen wir mal alles an, komm. Zack, kann nicht so schwer sein. Fangzähne der Fahrer, die hatten wir ja schon mal. Mit einem Kollegen besiegt. Also mit einem... So, haben wir alles. Da sind nochmal Gerüchte. Jetzt haben wir, glaube ich, alles angenommen, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Oder? Sehe ich das falsch? Ja, das Gerücht. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, der Schmied will auch noch was von mir. Oh, ich bin so richtig in Aufbruchsstimmung. Nee, der wollte nichts von mir. Da. Das Auftragsblatt, das war, glaube ich, auch voll ohne Ende. Ach, du ahnst es nicht. Händlerkonvoi versenken. Also Konvois versenken, da bin ich immer ein ganz großer Freund von. Bewaffnung Bomber. Was? Versenke Schiffe mit Bombarden. Okay, habe ich gerne. Schmuggler. Auf Schmuggeln habe ich irgendwie keine Lust. Entere Handelsschiffe der Fahrer und plündere Silberbeutel für Diego. Das kann man machen. Fahrer sind da draußen zu Tonne unterwegs. Schmuggeln lassen wir erstmal weg. So. Und jetzt haben wir sowas, sind wir sowas von überladen mit Quests. Jetzt kann es losgehen. Ich habe ja so ein bisschen eure... warte mal. Schiffe verwalten. Hier hat man nämlich was Neues. Ja, sieht nett aus, aber ich bin ja Mr. Fleckgelb. Sieht das schöner aus? Oder das? Das hier hat ein schönes Licht vorne dran. Finde ich eigentlich cooler. Oh, das sieht auch cool aus. Das ist vor allem gelb und rot. Das ist so richtig Fleck. Ja, auch cool. So ein bisschen bling-bling, wie gesagt, als Pirat. Halt. Ja, die sind beide schön. Oh, ein neues Ruder. Gülden. Was ist das? Kerzen. Sehr gut. Nö. Warte mal, da mal da. Die olle Seejungfrau und wer hängt da? Ach, da hängt wer ab. Das ist cool. Ah, ein Feuerchen. Auch cool. Sieht man mich besser? Was ist das? Oh ja. Definitiv. Achso, warte mal. Da kann man quasi... Also Wasser, Essen und Reparaturkits brauchen wir. Aussicht brauchen wir auch. Warte mal, irgendwie konnte man doch auf Rad 2. Ah, Rad 2, da. Rad 2. Und das setzen wir dann nämlich auch mal auf Rad 2. So, cool. So, dann würde ich sagen,
Das ist natürlich hier Flex, Pride. So. Segel setzen. Auf zu neuen Abenteuern. Ha, was eine Schönheit. Was eine Schönheit. Haben wir eigentlich genug Waffen an Bord? 266, jawohl. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier zu tun? Viele Dinge. Ich weiß allerdings nicht, was wir zuerst machen. Segel einholen! So, warte mal. Wir können ja erstmal Fangzähne der Fahrer. Oh Gott, wir haben viel zu. Angebote, Nahrung. Händlerkonvois versenken. Hier, fangen wir doch damit mal an. Frage, wo sind die? Die sind da überall. Ich halte mal kurz an, wartet mal. Das waren die Händlerkonvois und er hat noch auch Zorn des Kreditheils. Händler der Fahrer. Die müssten ja hier irgendwo sein, ne? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Oder wir machen erstmal eine Hauptquest. Heikle Allianz. Hisse die Flagge der Allianz. Wie machen wir das? Hisse die Flagge der Kuba. Ausrüsten, Ehre der... Kann das sein, dass ich dafür eine bestimmte Flagge brauche? Warte mal, ich fahre nochmal ganz zurück. Super. Ich muss da nämlich, glaube ich, was ausrüsten. Ja. Nein, nein, jetzt gerade nicht. Wir sind zurück. Macht für uns eine gute Zeit. So. Wir gehen kurz von Bord, rüsten die Flagge der Kompanie aus. Dann mussten wir nämlich, glaube ich, eine Fahrersiedlung plündern. Im Namen der Kompanie, soweit ich das noch mitgekriegt habe. Das war nämlich der Hauptquest. Und alles andere, wir plündern bis dahin einfach, warte mal, Schiff verwalten. Schiffsverschönerungen. Wo ist das, wenn ich mal doof fragen darf? Glück ist nicht alles. Emblem. Jagen, stehlen und wachsen. Ja, du musst mir mal sagen, wo ich hier diese Flagge ausrüsten soll. Bin ein bisschen verwirrt. Wo soll ich die Flagge der Allianz ausrüsten? Aber keine Ahnung. Nicht der Allianz. Ehre der Herolde. Flagge der Kompanie. Ehre der Herolde. Das würde ich ja gerne machen, aber wo mache ich das? Ehre der Herolde. Wo ist die Ehre der Herolde? Ich habe keine Ahnung. So langsam scheinst du den Dreh. Halt die Guschen. Wo rüstet man die Ehre der Herolde aus? Das haben wir alles nicht. Bevor ich mich jetzt hier dusselig suche. Bevor ich mich hier dusselig suche. Vielleicht hier rüber irgendwo. Aber da irgendwas. Nein, nein, nein. Verschönerungen. Nein, nein, nein. Können wir uns auf den Kopf stellen? Keine Ahnung, wie wir. Keine Ahnung, wie wir das ausrüsten. Seltsame Sichtung in der Nähe. Wo denn jetzt schon wieder? Ungeahnte Schätze. Beschaffe Granate.
Wo sind die Händlerkonvois? Also, ihr merkt gerade, ne? Ich bin gerade völlig überfordert. So, Händler des Seevolks sind schon mal die falschen. Mr. Fleck, planlos. Das würde ich halt zu gerne machen, aber ich wüsste nicht wie. Versorgungsruder übernehmen. Habe ich schon gemacht. Fangzähne der Fahrer. Versenken. Ah, das ist der andere Typ. Machen wir erstmal das hier. Das scheint mir am einfachsten zu sein. Stiel. Beschaffe ungeschliffener Granat, ungeschliffener Diamant. Ich glaube, das können wir irgendwo von irgendwelchen... Die haben zum Beispiel nicht. Was ist das da? Keine Ahnung, ich versenke die jetzt erstmal. Aus Frust, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Komm mal her, mein Freund. Feuer! Kannst du dir abschminken? Daneben. So. Und noch eins auf die Schwachstelle. Komm. Ja. So, warte mal. Haben wir sie? Jawohl. So, Bonusbeute. Was haben wir gekriegt? Ah, wir nehmen mal alles mit. Ja, ja. So, jetzt aber zurück zu dem Granat. Angeblich gibt es das hier so auf diesen Handelswegen. Oh, die haben ja tatsächlich ein bisschen Schaden gemacht bei mir. Von Bord gehen. Ne, ich will ja gar nicht von Bord gehen. Ich suche Granat. Oder Fahrerhändler. Mal gucken, was haben wir da hinten? Wir haben, was wir brauchen. Und sie sind genau da, wo wir sie ungeahnte haben. Schätze. Ungeschliffener Granat. Sehr gut. Wobei, das ist das Seevolk. Eigentlich bin ich ja mit den... Ach, Pirat ist mit niemand. Pirat ist ein Pirat. Daneben. Treffer. Oh, ich bin hier. Nein, tun sie nicht. So, her mit dem Granat. Das ist nichts Persönliches, ich will nur den Granat haben. Ja. Unter Piraten gibt es ja keine Ehre. So, hier geblieben. Ja, ich will die plündern, weil... Weiß ich nicht, ob wir sie da haben, wo wir sie haben wollen, aber ich will sie plündern. Komm her. Passt auf eure Köpfe auf! Haben wir sie? Nein. Jetzt? Ja. So, da haben wir den Granat. Zeigt den Hunden, mit dem sie sich angelegt haben! So, beschaffe Granat haben wir. Jetzt brauchen wir noch den Diamant. Was haben wir da hinten? Nee, wir haben das Falsche. Cassini, das Schiff da hat geladen, was das heilige Schiff an! Gefechtsstation!
Er kommt her, kommt. Der Feind schießt! Jetzt oder nie? Warte, ich will das. Tom. Was muss ich denn machen, damit die... Jetzt haben wir sie. So, das war nochmal Granat, aber ich glaube, Granat brauchen wir nicht mehr. Ja, Granat haben wir mehr, als wir brauchen. Jetzt brauchen wir noch den Diamant. Ist ja gut jetzt hier. Ich muss jetzt hier mal weg, weil die ganze... Das ganze Seevolk ist hier ein bisschen stinkig gerade. Hoppala. So, wo gibt's den Diamant? Ah, den gibt's weiter vom Schuss. Okay, dann fahren wir halt jetzt hier durch. Ist gut jetzt da hinten. So, hier genau da lang. Voll ist mein Laderaum? Sehe ich gerade nicht. Ja, also das ist die Frage, wie wir jetzt die Flagge der Kompanie hissen, ne? Nein, die wollen wir gar nicht. Das war wie gesagt nichts Persönliches. Ihr braucht nicht zu schießen. Jetzt neutral. Sehr gut, sehr gut. Stiel Edelsteine für die Warenhändlerin. Naja, das kriegen wir hin. Plündern. Nee, das ist ja wahrscheinlich Seevolk. Genau, die lassen wir mal in Ruhe. Interagieren brauchen wir auch nicht. So. Tja, und ich sehe gerade auf meiner wunderbaren Uhr, dass wir schon wieder eine halbe Stunde hinter uns haben. Das heißt, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn ich hoffentlich rausgekriegt habe, wie man die Flagge der Kompanie hisst. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi.